Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ein Antrag der FDP und täglich grüßt der Mindestlohn. So oder so ähnlich könnte man den heutigen Tagesordnungspunkt zusammenfassen und eigentlich wäre alles gesagt. Man bekommt auch so ein bisschen den Eindruck, die neoliberale Mindestlohnkritik hat sich heute die Sporthose angezogen und besucht uns hier in Düsseldorf. Meine Vorredner haben wirklich eigentlich alles gesagt und daher möchte ich die Gelegenheit nutzen, um Ihnen allen einen Vorschlag für einen Paradigmenwechsel unterzubreiten. Zu Beginn möchte ich auch nochmal die Gelegenheit nutzen, um zu sagen, dass wir Piraten die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns begrüßen. Es gehört zu den Aufgaben des Staates, sicherzustellen, dass auch im freien Markt die Menschenwürde respektiert wird. Wer voll berufstätig ist, darf nicht unter der Armutsgrenze leben und auf staatliche Zusatzleistungen angewiesen sein. Auch wenn uns der gesetzliche Mindestlohn von 8,50 Euro etwas zu gering ausgefallen ist, halten wir seine Einführung für die richtige Entscheidung. Mittelfristig wollen wir jedoch mit dem Recht auf eine sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe ein umfassenderes System zur allgemeinen bedingungslosen Existenzsicherung etablieren. Ja, die Einführung eines sogenannten bedingungslosen Grundeinkommens. Das wäre ein Paradigmenwechsel. Aber was hat das alles mit Sport zu tun? Ich stimme teilweise der FDP zu, wenn sie feststellt, dass der Mindestlohn die Arbeit in den Sportvereinen erschwert hat. Und es ist auch richtig, dass der gesetzliche Mindestlohn zu rechtlicher Verunsicherung bei den Sportvereinen und Verbänden geführt hat. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass bereits vor Einführung des Mindestlohns dem Ehrenamt ziemlich viel abverlangt wurde. Die bezahlte Mitarbeit in einem Verein berührt grundsätzlich mindestens 4 voneinander unabhängige Rechtsgebiete, was die Angelegenheiten für Vereine wirklich nur schwer handbar macht. Beim Arbeitsrecht, Sozialversicherungsrecht, Unfallversicherungsrecht und Steuerrecht fühlen sich viele kleine Vereine seit Jahren alleine gelassen. Von der vielbeschworenen Entlastung des Ehrenamts, da sind wir momentan noch meilenweit entfernt. Trotzdem leisten bundesweit 8 Millionen ehrenamtliche Engagierte einen unverzichtbaren Beitrag für ihren Sportverein. Ob Übungsleiterin einer Turnstunde oder aber als Betreuerin in einer Sporthalle, als Schiedsrichterin beim Wettkampf oder als Platzwartin. Der Umfang des Engagements variiert nach persönlicher Kapazität, Interesse und Motivation. Und Herr Bischof, so leidenschaftlich ich auch Ihre Rede fand, die Grenzen zwischen Ehrenamt und Hauptamt im Sport, die verschwimmen halt leider. Und darum ist es oftmals schwer zu erkennen, ob eine bezahlte Mitarbeit in einem Sportverein im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses erfolgt oder nicht. Muss der Mindestlohn bezahlt werden oder nicht? Kann eine Angestellte den Verein am Ende womöglich vielleicht sogar verklagen oder nicht? Zerbricht daran die Sportlandschaft? Meine Damen und Herren, weder die rot-schwarzen Mindestentlöhner noch die grünen Gehaltszwerge oder die gelben Anschlussverwerter haben eine Lösung für das Problem. Und daher fordern wir Piraten Sie auf, sehen Sie den Mindestlohn als eine Brückentechnologie. Folgen Sie dem Vorschlag der Piraten und setzen Sie sich für das bedingungslose Grundeinkommen ein. Denn damit werden wir mit einem Schlag ganz viele Sorgen los. Die Sportvereine müssten sich fortan nicht mit dem Klein-Klein des Mindestlohns befassen. Sie könnten ihre Zeit für sinnvollere Dinge nutzen, wie zum Beispiel der Werbung von neuen Mitgliedern und Ehrenamtlern. Existenzängste würden der Vergangenheit angehören und die Ehrenamtlichen könnten sich somit voll und ganz auf ihr Ehrenamt konzentrieren. Und der Staat könnte sich endlich für eine Stärkung des Ehrenamtes selbst rühmen. Das bedingungslose Grundeinkommen, auch im Sport, wäre eine Win-Win-Win-Situation für alle. Und mir bleibt nichts anderes hinzuzufügen, außer dass wir der Überweisung in den Ausschuss selbstverständlich zustimmen, obwohl ich nicht glaube, dass wir von unserer Linie abweichen werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lammler. Für die Landesregierung